Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge in Minecraft. Heute bauen wir mal wieder ein weiteres Serienhäuschen von der Serie Forget It About It. Kurz gesagt, in der Serie drehte es sich um ein Ex-Mafia-Mitglied, was jetzt im Zeugenschutzprogramm ist. Der wurde mit seiner Familie nach Kanada geschickt. Untergekommen ist er in diesem schicken Häuschen und das wollen wir uns heute auch bauen. Und ich meine halt, ein Ex-Mafia-Mitglied, das brauchen wir doch in unserer Nachbarschaft. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und fangen gleich mal an. Für den Start holen wir uns ganz einfach glatten Sandstein raus, glatte Quarzblöcke, davon die passenden Stufen, dann ein bisschen Keramik, Steinstufen, davon nochmal die glatte Form, dann noch ein bisschen grüner Beton, bemooste Bruchsteintreppen und Steinknöpfe. Legen wir dann los mit dem glatten Sandstein zuerst und fangen mit dem Grundriss an. Jetzt könnt ihr natürlich euch entscheiden, wie ich setze erstmal einen Block hin. Wie weit ihr jetzt hier einen Abstand haben wollt zur Straße vorne hin. Meine Empfehlung, 10 Blöcke. Ihr könnt gerne mehr nehmen oder weniger. Das ist dann Geschmackssache. So, dann fangen wir mal an. Also erstmal Sandstein, daneben einmal Quarzblock hin. Dann lassen wir 5 Blöcke Platz. Wieder Quarz und Sandstein hin. Und dann gehen wir einmal nach hinten weg und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 7 Blöcke. Biegen wieder zur Seite ab. Einmal Sandstein, einmal Quarz. 2 Blöcke Platz lassen für die Haustür. Dann wieder Quarz hin und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Sandstein nochmal hin. Dann wollen wir einmal nach hinten gehen und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 16 Blöcke. So, auf der Rückseite setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Sandsteinblöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier 6. Dann kommt einmal Quarz, 4 Blöcke Platz lassen, wieder Quarz und dreimal Sandstein. Nun brauchst du nicht zählen, jetzt ziehen wir das Ganze einmal nach vorne wieder weg, aber nicht komplett, sondern ein Block weniger, als es denn hier auf einer Ebene wäre. Dann gehen wir wieder einmal zur Seite und setzen hier 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke. Und dann sollte das perfekte vorne einmal miteinander abschneiden, verbinden wir natürlich. Und dann kommen wir schon dazu, hier drauf jetzt erstmal eine Keramikschicht zu ziehen. Und zwar auf unser Sandstein setzen wir insgesamt 5-mal unsere Keramik hin. Die letzte Ebene könnt ihr immer gerne verbinden. Bei unseren Quarzsachen brauchen wir natürlich jetzt hier nicht, sag ich mal, zuziehen, sondern hier machen wir an den Seiten einfach unsere Quarzblöcke hin. Und dann damit, also hier in der Mitte, setzen wir einmal unsere Stufen hin. Ja, und das können wir hier erstmal, das System hier einmal ja, überall lang ziehen. Das kann ja immer so ein bisschen dauern, von daher schnippeln wir hier wieder ein bisschen. Ansonsten halt Video anhalten und dann zieht ihr erstmal die Wände hoch. Sobald wir dann natürlich hier einmal unten alles ringsherum gezogen haben, bleibe ich noch ein bisschen hier auf der Vorderseite. Und zwar hier vorne bei unserer Haustür nehme ich mal meine glatten Steinstufen und setze mir so ein kleines Viereck hin. Dann fliegen wir mal auf die Rückseite und wollen hier natürlich ein bisschen größere Plattform machen, sondern hier soll ja unsere Terrasse hin. So, dann nehmen wir erstmal unsere Steinstufen und ziehen uns erstmal, sag ich mal, die Begrenzung. Ich lasse jetzt hier einfach mal 2 Blöcke überstehen. Dann setze ich mir hier 4 Stufen hin. Gehe dann hier gleich nochmal zur anderen Seite. Aber ich würde sagen, auf der Seite lassen wir nur eine Blockreihe überstehen. So, die Mitte füllen wir dann hier einfach mal aus mit unseren glatten Stufen. Und wenn wir dann die Terrasse soweit haben, heißt es, ja, hier hinten lassen wir erstmal das Ganze offen. Aber auf der Vorderseite können wir das zubauen. Und zwar setzen wir erstmal die Haustür rein. Das heißt, hier einmal unseren grünen Beton hin. So, setzen wir erstmal die Tür rein. Die Tür hat jetzt auch noch ein Fenster, das heißt, ich setze mal hier meine Treppen einmal rein. Und unter den Treppen würde ich noch meinen Türknopf setzen und dann haben wir die Tür fertig. Bleibt natürlich dann noch einmal unser Garagentor. Hier wollen wir das natürlich nochmal das gleiche Spiel machen. Das heißt, erst bei unserem grünen Beton setzen wir einmal hin. Dann schnappt ihr danach gleich mal wieder die Treppen. Und zwar wollen wir hier auch wieder 2 kleine Fenster uns einmal hinsetzen. So einfach, dass die Treppen sich gegeneinander hier mal anschauen. Und dann machen wir noch einen kleinen Griff hier an unser Garagentor. Und dann ist das fertig. Zu guter Letzt mit den Blöcken nehmen wir doch mal unsere Keramik zur Hand und wir gucken mal unsere Garage ein bisschen an. So, auf der Vorderseite machen wir jetzt schon mal so das Ganze ein bisschen höher, um eine Ebene. Und dann geht es eigentlich wie eine Pyramide hier in die Mitte einmal hoch. So ein bisschen der Vorbau schon mal für unser Dach. Oh, zack, wie eine Pyramide. Auf der Rückseite müssen wir es natürlich noch einmal machen, das heißt auch hier. Vielen Dank, aber hier müsst ihr hier nicht komplett machen, denn hier machen wir die Pyramide nur einfach so, bis wir hier oben in der Mitte einmal ankommen. So. Das reicht schon. Also ihr müsst euch das hier nicht komplett einmal rüberziehen, sondern einfach nur so weit, wie es geht. Macht eure Pyramide. Jetzt wird es wieder Zeit für neue Blöcke. Jetzt holen wir uns ganz einfach mal Birkenholzbretter raus, denn grauer Beton poliert ihr an die Sitzstufen. Davon nochmal die Treppe. Gleiches Spiel mit geschnittenen, geschnittenen Sandsteinstufen und dann einmal die glatten Sandsteintreppen, ja, die einfach komplett glatt sind. Wir haben leider nicht so eine große Wahl davon. Vielleicht kommen ja irgendwann mal auch die geschnittenen Treppen, dann kann man die nehmen, aber sonst erstmal die glatten.
Ja, dann holen wir uns auch getrockneten Seetangblock raus. Ja, Glasfarbe des Hauses, wieder deine Wahl. Bei mir ist wieder Türkis. Und um dich dieses Häuschen natürlich ein bisschen, sag ich mal, wieder als Deko zu machen, nehmen wir wieder für unsere Glasblöcke, um es da hinten zu vertuschen, Schwarzbeton. Aber das ist wieder so eine Sache. Was nimmst du für eine Farbe? Was passt am besten dahinter? Bei mir wäre es jetzt schwarzer Beton, sonst kannst du ja auch blauen Beton nehmen, Türkisen. Naja, ihr kennt es ja. Tja, setzen wir jetzt einfach mal jetzt hier das nächste Stockwerk rauf. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Birkenholzblöcke einmal zur Hand. Ja, da würde ich sagen, setzen wir es eigentlich nur auf den hinteren Teil von unserem Häuschen einmal rauf. Das müsst ihr jetzt hier nicht komplett einmal rüberziehen, sondern einfach nur bis jetzt hier diese Kante kommt. So, Rückseite hier können wir jetzt auch nochmal langziehen. Ich ziehe mir das erstmal hier einfach mal als Markierung vor, dass ihr seht, was ich hier mir eigentlich mit meinem Holz beziehen möchte. Das machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke. Einen haben wir schon, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann heißt es hier wieder, erstmal die Wände komplett einmal hochziehen. Ich halte hier nochmal kurz an, denn ich überlege gerade, wir könnten eigentlich hier nochmal eine weitere Ebene ziehen. Sag mal, wir haben ja hier die Pyramide, mach da einfach mal das Holz komplett einmal ran, dann passt das. So, aber den Rest, den ziehen wir einfach ganz normal hier einmal hoch. Um jetzt nicht durcheinander zu kommen, habe ich jetzt schon mal auf der einen Seite mir die Form für unser Dach schon mal vorgezeichnet. Jetzt machen wir das noch einmal zusammen. Das müsst ihr einfach nur übernehmen dann auf die andere Seite. So, wir fangen jetzt einfach an. Wir setzen jetzt hier auf der Außenseite von unserem Häuschen einfach mal eine weitere Ebene rauf, ziehen das einmal rüber. Aber hier lassen wir schon mal einen Block Platz. So, dann gehen wir wieder zur anderen Seite. Lassen dann hier auf der Außenseite zwei Blöcke Platz. Dann wieder einen Block Platz lassen, wieder zur anderen Seite gehen. Und zwar auf der linken Seite hier lassen wir mal einen Block Platz, ne? So, auf der anderen Seite machen wir das immer ein bisschen anders. So, dann heißt es hier wieder 2. Dann 1, 1 und oben Mitte 2. So, das ist das Maß. Ich bleibe hier nochmal kurz stehen, dass ihr euch das übernehmen könnt. Also, wir fangen auf der rechten Seite an. Ne, dann machen wir halt das Ganze einmal schon mal höher komplett. Machen wir hier 2, 1, 2, 1, 1, oben Mitte 2. Und andere Seite geht das dann perfekt runter auf unsere 6er Ebene. Immer nur mit einem. Ich glaube, das klappt, ne? Das kriegen wir hin. So, andere Seite übernimmt ihr dann das gleiche Maß, ne? Und dann macht ihr auch wieder auf der einen Seite, fangt ihr an mit 2er, 1er, 2er, 2er, oben Mitte 2er und auf der anderen Seite, zack, geht ihr einfach in 1er runter. Tja, das war's dann. Gut, so, dann schauen wir mal, was wir als nächstes nehmen. Ich würde mal sagen, den grauen Beton und dann können wir schon mal gleich unser Dach raufziehen. Wo wollen wir das denn beginnen? Ist eigentlich egal, wo wir anfangen. Ich fange jetzt einfach mal bei unserem Hauptdach an. Wir setzen jetzt einfach hier schon mal unsere Blöcke einmal rauf und lassen es auch natürlich einmal überstehen. Sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Auf der anderen Seite gehen wir dann hier auch wieder ganz normal runter. Und das geht dann hier auch perfekt auf, denn das sollte hier mit unserem Garagendach ineinander laufen. Ja, das passt. Bei der Garage können wir hier gleich schon mal einmal das Dach hier zack nach vorne ziehen. Andere Seite ziehen wir das auch gleich einmal hier mit. Und nicht vergessen, auf der Rückseite wollen wir es natürlich auch einmal überstehen lassen. So, Garage habe ich schon mal fertig. Jetzt fehlt natürlich nur noch einmal das Hauptdach. Und das ist einfach jetzt nur die Arbeit, dass wir uns einfach hier die Blöcke nochmal zur Rückseite einmal ziehen und auch hier wieder einmal überstehen lassen. Jetzt einfach nur die Blöcke hier einmal auf unser Dach ziehen, denn dann sind wir ja natürlich noch nicht gleich durch. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen verbessern. Dafür kommen jetzt unsere polierten Anisit-Stufen und Treppen einmal zum Einsatz. Und zwar setzen wir natürlich immer unter unseren Ebenen hier einfach mal eine Treppe hin und wo es halt glatt ist, da kommen einfach unsere Stufen hin. Jetzt überlege ich gerade hier an der Seite, machen wir mal lieber die Treppe so, dass die zum Haus guckt. Ja, das sieht besser aus. Gut, den Rest hier dann einfach hier, zack, Treppen unter. Hier oben in der Mitte machen wir auch gleich zwei Treppen hin. Eine Seite jetzt hier wieder lang. Hier haben wir natürlich wieder eine kleine Ebene. Und wie gesagt, immer nur beim Übergang setzt ihr die Treppen hin. Und da, wo es glatt ist, kommen die Stufen hin. Wunderbar. So, dann habe ich mir einmal hier unten alles mit meinen Stufen und Treppen verkleidet. Und dann gehen wir schon dazu, über unsere Fenster zu machen. Beginnen wir für die Fenster ganz einfach auf der Vorderseite, dass wir das erstmal fertig haben. Und zwar bei unserer Garage mache ich hier oben einfach mal so ein kleines 2x1er Fenster hier mal hin. Setze meine Stufen unten und oben hin. Für die Fenster nehmen wir jetzt immer unsere Sandsteinstufen und Treppen. Dann fliegen wir hier gleich mal auf, bei unserer Haustür einmal hin. Gleich daneben mache ich mir jetzt einfach mal hier, würde ich mal sagen, ein 4x3 Fenster hin. Auch wieder die Stufen einfach unten und oben setzen wir uns hier einmal lang. Gleich darüber, hier bei unserer Holzebene, sagen wir unten immer, sage ich mal, zwei Blöcke Platz. An der Seite lasse ich mir jetzt auch zwei Blöcke Platz und dann schlage ich mir jetzt hier einfach mal ein 4x3 Fenster rein. Dann lasse ich mir zwei Blöcke Platz und dann schlage ich mir hier, machen wir mal ein 5x3 Fenster rein, genau. Jetzt nehmt ihr euch einfach mal euren Seetang und zwar hier oben bei der Ebene, setzt mir an den Seiten immer einfach mal eine Seetangebene hin. Machen wir bei jedem Fenster, ne? Das ist dann so Standard.
Ja, dann machen wir jetzt hier bei denen einfach noch Stufen unten und oben hin. Dann ist das erstmal fertig. Bei denen machen wir auch nochmal Stufen unten und oben einmal hin. Und darüber schlagen wir nochmal welche weg und setzen da nochmal einfach zwei ungliedrige Treppen hin. In der Mitte hier auf der Vorderseite würde ich mal sagen, dass wir ganz oben nochmal hier so ein vierer Fenster mal freihauen und da einfach unsere Treppen so in der Kreisform einmal reinsetzen. Dann haben wir erstmal die Vorderseite fertig. Fliegen wir mal hier einmal zur Seite. Und zwar gleich in der Seite lassen wir, würde ich sagen, einen Block Platz und dann schlagen wir hier ein 5x3 Fenster rein. Das ist jetzt hier genau einmal unter unserem Dach hier einmal. So, an den Seiten wieder hier schön unser Seetang und in der Mitte wieder unsere Stufen einfach hin. Ist so ein einfaches Fenster. So ist eigentlich der Aufbau jetzt oben eigentlich von den ganzen Fenstern. Also da kommt jetzt eigentlich kein besonderes mehr. Auf der unteren Seite würde ich mal sagen, dass man auf der Rückseite 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz und mal einfach so ein 3x3 Fenster rein. Da wieder einfach ganz normal die Stufen einmal hin. Dann sind wir hier mit der Seite auch wieder fertig. Das heißt, wir gehen jetzt schon auf unsere Rückseite. Unten machen wir mal ein kleines 2x3 Fenster hin. Achten darauf, dass wir an der Seite so zwei Blöcke jeweils hier Platz haben. Dann setzen wir unsere Stufen einmal rein und hier einmal drüber. Lassen wir hier wieder zwei Holzblöcke darunter Platz. An der Seite lasse ich mir jetzt nur einen Block Platz und dann schlage ich mir hier ein 5x3 Fenster einfach mal rein. So, auf der anderen Seite komplett das gleiche Spiel. Auch hier wieder ein 5x3 Fenster. Hier heißt es dann wieder unsere Seetangblöcke einmal an den Seiten. Dann kommen dann natürlich unsere Stufen wieder zum Einsatz, die wir hier einmal wieder verteilen. Und ganz oben in der Mitte machen wir es wie auf der Vorderseite hier nochmal so ein 2x2 Fenster. Zack, Treppen einmal im Kreisform und das war's dann. Wir biegen dann einmal ab noch zu unserer letzten Seite. Hier wollen wir noch ein kleines Fenster uns machen. Und zwar lasse ich mir jetzt hier an der Seite einfach mal zwei Blöcke Platz und mache mir hier, ja, man kann jetzt ein 3x3 oder ein 4x3 Fenster machen, wenn man möchte. Aber ich lasse mal bei ein 3x3. Tja, dann fehlt nur eine Sache. Und zwar fliegen wir einmal in unser Häuschen rein und müssen jetzt überall, wo wir natürlich jetzt hier natürlich diese offenen Stellen haben, wo natürlich unsere Fenster sind, unsere Glasblöcke da einmal hintermachen. Meine Glasblöcke habe ich jetzt hier mir einmal komplett im Häuschen verteilt. Jetzt müssen wir natürlich nur eins machen und zwar die Fenster verkleiden. Man soll ja nicht reingucken und sehen, dass es leer ist. Von daher nehmen wir ein bisschen schwarzen Beton. Und dann setzen wir die hier einfach mal ringsrum bei unserem Fenster einmal. So, dass hier auch keiner auf die Idee kommt, hier reinzugucken. Ich spare mir jetzt natürlich hier ein bisschen die Arbeit, mir jedes Fenster zu machen, weil ich ja das Häuschen schon da drüben habe. Und da habe ich mir schon die Arbeit gemacht. Ja, aber ansonsten jetzt ein bisschen schwarzen Beton nehmen und einfach hier alles verkleiden. Wir wechseln noch einmal die Blöcke und zwar brauchen wir noch nur noch ein bisschen, um das Häuschen abzuschließen. Zum Schluss brauchen wir auch gar nicht mal so viele Blöcke noch. Wir holen uns einmal den Barriereblock raus, also der unsichtbare Block. Dann holen wir so ein paar Seelaternen raus, kannst auch gerne normale Laternen nehmen. Dann einen Hebel, einen Goldblock, Endsteinziegelstufen, Steinziegelmauer, davon dann auch mal die Stufe und einen Trichter. Verbauen wir erstmal das, wofür wir unsere Barriereblöcke brauchen. Und zwar möchte ich mir gerne noch ein paar Lampen draußen anbringen. Und ich finde immer ganz fetzig, weil man kann unter so einem unsichtbaren Block immer eine Laterne einmal anhängen. Und wenn ihr unter der Laterne dann noch so einen Hebel macht, dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine Außenlampe, die da so ein bisschen gehalten wird. Finde ich ganz schick. Kann man ja ruhig machen. Und in der Serie sind auch solche Lampen draußen. Und ja, so müssen wir halt ein bisschen uns darstellen. Neben der Haustür ist auch nochmal eine. Die hängen wir aber mal ein bisschen höher als jetzt vorne bei unserer Garage. Nur so ein Block höher. Das sieht ganz schick aus. Und das machen wir nochmal auf der Rückseite. Auch jetzt hier hinten bei unserer Terrasse setze ich mal an den Seiten jetzt hier. Zack, nochmal zwei weitere Laternen einmal hin. Und wenn wir das haben, heißt es wieder einmal auf die Vorderseite. Denn hier wollen wir nochmal so einen kleinen Briefkasten uns anbringen. Den mache ich jetzt mir einfach mal hier neben unserer Garage hin. Da setze ich mir einfach ein paar Goldblöcke in die Wand. Und setze meine Stufen unten und oben hin und schon fertig haben wir da so ein bisschen provisorisch den Briefkasten. Ich habe nochmal geguckt. Ich glaube, den Briefkasten ändern wir nochmal. Den machen wir mal ein bisschen kleiner. Eine Goldblockreihe, die reicht da eigentlich schon völlig aus. Ja, das passt. Danach fliegen wir gleich einmal aufs Dach. Hier wollen wir nochmal einen kleinen Schornstein uns anbringen. Dann nehmen wir jetzt einfach hier unsere Mauern. Die ziehen wir mal ein bisschen hoch. So Pi mal Daumen würde ich mal sagen. Nicht unbedingt zu hoch. Was habe ich jetzt hier? Sagen wir mal vier Mauern. Einfach die Steinziegelstufe noch rauf und fertig. Dann haben wir noch so einen kleinen Schornstein einmal oben drauf. Versucht das so ein bisschen mittig vom Haus zu machen, dann passt das. Auf der anderen Seite hier vom Häuschen, würde ich mal sagen, wir haben hier hinten noch so ein bisschen freie Fläche. Kannst natürlich jetzt noch ein Fenster dir reinbauen. Aber ich habe deine Serie jetzt, glaube ich, nur ein Fenster gesehen auf der Seite. Von daher machen wir jetzt hier einfach mal, um jetzt hier die freie Fläche ein bisschen zu vertuschen, so ein kleines Regenrohr hin. Ganz oben einfach mal ein Trichter, nur dass es hier alles, sage ich mal, schick verbunden ist.
Und dann sind wir mit diesen Blöcken auch fertig. Jetzt bleibt natürlich noch eine Sache übrig, und zwar noch ein bisschen Deko, dass du dir das rum platzierst. Das gucken wir uns gleich jetzt einmal drüben an. Und natürlich deine Fenster, ne? Die musst du dir noch im Verkleiden mit schwarzem Beton, falls du es noch nicht gemacht hast. Denn das sieht einfach mal doof aus, wenn man da reingucken kann. Ist einfach so. So, dann fliegen wir einmal rüber hier zu unserem Original. Hier habe ich mir natürlich noch gleich die Auffahrt gemacht. Tja, was gibt es denn da großartig zu sagen noch draußen? Eigentlich gar nicht mal so viel. Man kann sich natürlich noch überall ein bisschen Gestrüpp hinmachen. Da habe ich so ein bisschen geguckt, ne, was so, sag ich mal, in der Serie gezeigt wurde, wo ein paar Büsche sind. Man hat da eigentlich hauptsächlich nur die Vorderseite gesehen. Ne? Da kann man sich das hier so ein bisschen machen. Ich stelle mich ja auch mal kurz einmal so hin. Wer möchte, kann es sich eins zu eins übernehmen. Aber ansonsten nehmt ihr einfach ein paar Blätter und macht da einfach noch so ein paar Büsche ringsrum. Am besten vielleicht auch in verschiedener Farbe, dass sich das ein bisschen abhebt. Ne? Das reicht schon völlig aus. Ja, hinten beim Garten, da sah man eigentlich nicht wirklich irgendwas. Ich habe mir jetzt hier noch einen weißen Zaun einfach mal gemacht mit meinen Quarzsäulen und Quarzblöcken. Die haben jetzt hier mal so ein Maß von, ja, eine Säule. Die ist jetzt eine Höhe von 3 mit einer Stufe drauf. Dazwischen immer die Säulen, einfach 4 Blöcke und dann wieder einfach hier so ein Pfosten hin. Wie groß ihr euch jetzt hier, sag ich mal, euren Garten euch zieht mit den Zaun, ist ganz euch überlassen. Hat man jetzt von der Serie nicht wirklich vorgegeben. Müsst ihr einfach gucken, wie ihr euch das machen wollt, wie viel Platz ihr hier natürlich hinten habt. Ich könnte natürlich noch größer machen, aber ich lasse mir das mal so. Vielleicht will ich mir hier auch noch gleich das nächste Haus auf der anderen Seite bauen, ne? Muss man schauen. Ja, aber ansonsten könnt ihr innen drin im Garten, die hatten jetzt da eigentlich gar nichts angebaut oder so, würde ich einfach euch nur empfehlen, euch noch ein paar Büsche an den Zaun zu setzen, dass der dann halt nicht so kahl ist, ne? Übertreibt es nicht so unbedingt, macht einfach so ein bisschen, das reicht schon völlig aus. Vielleicht noch ein bisschen Rasen setzen und dann war es das ja eigentlich. Guck mal, hier in der Ecke habe ich mir auch noch mal Büsche hingesetzt. Ich habe mir dann noch vorm Häuschen eine Laterne gebastelt, weil auf dem Bild sah ich auch, dass da eine Laterne ist. Da werde ich mich auch immer hier so richten, wenn ich mir noch ein paar weitere Häuser baue, dass ich, ja, da wird man bestimmt irgendwann sehen, dass hier immer verschiedene Laternen sind. Kommt ja immer darauf an, was am Häuschen steht. Aber da war so eine ähnliche Laterne, von daher kann man sich die ja auch noch basteln, wenn man möchte. Ist gar nicht mal allzu schwer. Nur wenn man sich die hier so ein bisschen anschaut. Ne, relativ übersichtlich. Und dann haben wir hier unser Forget It, About It, Haus. Ja, so ist das. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Du kannst auch gerne bei uns oben in die Infobox einmal reinschauen. Da gibt es noch weitere tolle Videos. Ansonsten, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Bleibst du immer auf dem laufenden Stand. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut's rein und ciao.